Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails. Ich bin wieder mit Spotlight Girl hier unterwegs und wie ihr sehen könnt, heute in New Hillcrest. Ich hoffe, ich krieg's irgendwie auf die Kette. Ich liebe dieses Championat abgöttisch, auch wenn es mich an der Stelle mit diesen blöden Bienen total nervt. Aber ich find's trotzdem mega toll, auch wenn ich's teilweise absolut versaue. Aber gut. Ich habe hier tatsächlich noch nie einen Bug erlebt. Also ich wüsste zumindest nicht, dass ich hier mal einen Bug erlebt hätte, beziehungsweise irgendwie eine unsichtbare Wand gefunden hätte, was ja bei anderen Championaten oft der Fall ist. Also hier ist es eigentlich wirklich eher, wenn man das versaut, wenn man irgendwo hängen bleibt, dann hat man halt selber gefailt. Und alleine deswegen mag ich das Championat total. Es ist natürlich nicht das Einzige, wo das so ist. Oh, hier. Mega gut durchgekommen. Ja, gut, jetzt hier an der Stelle gerade nicht ganz so gut. Jetzt hier auch nochmal hängen geblieben, aber... Boah, jetzt versaue ich es aber gerade. Jetzt bleibe ich überall hängen. Nein! Boah. Wie ärgerlich das jetzt gerade war. Guck mal, jetzt bin ich vom ersten auf den dritten gerutscht. Aber das ist halt... das meine ich halt. Da habe ich jetzt gerade richtig hart gefailt. Und es ärgert mich zwar, weil ich eigentlich mega gut durchgekommen bin bis dahin, aber es ist halt mein eigener Fail gewesen. Und solange es nicht der Fail vom Spiel ist, finde ich es weit weniger ärgerlich, weil dann kann man sagen, okay, ja, habe ich halt verbockt, ne? Hätte ich besser machen müssen. Aber sobald es das Spiel ist, kannst du dich eigentlich, dann ärgerst du dich so tierisch, weil du sagst, hey, ich habe alles richtig gemacht. Und... ich bin trotzdem schlecht platziert aus dem und dem Grund. Das ist halt dann mega ärgerlich. Da bin ich auch gerade mal so ein bisschen weggedriftet, leider. Genau, hier wurde mir gesagt, kann ich drüber springen. Vielen lieben Dank, weil da bin ich das letzte Mal leider hängen geblieben. Es ist jetzt der dritte Platz geworden. Von fünf Leuten, nee, von sechs Leuten, die teilgenommen haben. Sehr, sehr ärgerlich, denn der erste Platz hätte mir sicher sein können. Wäre ich da nicht so wie so ein... das war echt wie bei so einem Flipper. Wie so ein Flipper, der zwischen den Bumpern hin und her... schlägt, bin ich da zwischen den Gegenständen, zwischen der Landschaft, zwischen den Bäumen hin und her geflippt. Naja, macht nichts. Wie gesagt, habe ich ja selber versaut, von daher alles gut. So, dabei waren Katharina Wooder, Mira Wolflight, Carolyn Moonlight, dann reihe ich mich ein auf der 3. Und ganz besonders herzliche Glückwünsche hier an die 2, Abigail Stonesy und auf der 1, Liv Easthunder. So, ihr seht jetzt noch, wie die Schleife aussieht vom dritten Platz New Hillcrest. Und ich verabschiede mich schon mal für diese Folge Wins and Fails. Die nächste kommt dann kommenden Montag. Bis dahin. Tschüss.